Buß und Frank Buschmann. Die Partie mit nicht ganz alltäglichen Wetterbedingungen. Was sagt der Wetterfrosch? Ja, stimmt, Wolf. Es schneit und schneit und schneit. Aber nicht so stark, dass die Partie abgesagt werden musste. Es sieht alles nach dem Titel für Sie aus, auch wenn Sie noch einige Spiele vor der Brust haben. Aber so souverän, wie Sie in dieser Spielzeit bisher auftreten, da fällt es wirklich schwer zu glauben, dass Sie noch mal einbrechen. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Kurz noch der Blick auf die Formationen. Bei Ihnen sehen wir heute ein 5-4-1. Im Mittelfeld sind Sie da in der Raute angeordnet, ein Defensiver und dann da vorne drin dieser klassische Zehner. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Jetzt müssen Sie aufpassen. Das gibt einen Einwurf. Härtner. Und da auch schon das erste Foul. Freistoß. Er sieht die gelbe Karte, so früh im Spiel. Nicht leicht, jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Der Abwehrspieler steht hier einfach richtig. Gutes Stellungsspiel. Auf ihn könnte es hier heute ankommen. Er ist der momentan Führende in der Torjägerstatistik. 11 Tore. Macht er das Tor? Der Ball ist drin. Der Ball geht flach ins Tor. Da konnte der Torhüter nichts machen. Hat er den Ball durch den Schnee nicht richtig gesehen? Oder konnte am Treffer wirklich nichts machen? Ja, war eine blöde Situation für den Keeper. Das Wetter ist schon ein Problem. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Und nach 13 Minuten sind sie hier zum ersten Mal erfolgreich. Einwurf. Eisfeld. Er nimmt ihm den Ball ab. Gute Aktion. Das könnte gefährlich werden. Ganz einfach an den Ball gekommen. Buschi, ein Wort zur bisherigen Saison. Ja, mit einem Wort, überragend. Sie spielen richtig guten Fußball und liegen zu Recht auf Platz 1. Er versucht's. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Der Ball kommt gefährlich rein, macht er ihn. Super abgewehrt, aber war auch letztlich kein Problem. Riese. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Das macht er gut. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Den Ball holt er sich. Jetzt ist der Ball doch noch weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Eisfeld. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. So richtig glücklich sehen da einige Spieler nicht aus, dass sie bei diesen Bedingungen hier auflaufen müssen. Ja, wen wundert's? Aber da musst du durch und ach, sie kennen das vom Training. Celozzi. M
Lapa. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Fabian. Celozzi. Stiepermann. Sie sind geduldig und warten auf die... Da kommt der Schuss. Und da ist das Tor. Hier nochmal dieser Treffer. Jetzt steht es 2:0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Gute erste Hälfte, Sie liegen mit 2:0 in Front und nach... Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Celozzi. Pertl. Stiepermann. Stöger. Wird das eine Torchance? Jetzt vielleicht. Defensiv machen sie es gut. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Da kam der Ball rein, aber gut gelöst von der Defensive. Jetzt müssen sie aufpassen. Mlapa. Der Angriff könnte was werden. Die Chance per Kopf. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Da trennt er ihn vom Ball. Wird's jetzt gefährlich. Per Kopfball. Er macht das Tor. Klasse Kopfball. Da hat er den Doppelpack. Sehr gute Leistung. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3:0. Eisfeld. Stöger. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ball draußen, da haben sie ihn gut gestört. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Im Schnee grätscht es sich eben noch mal besser. Mlapa. Einwurf.
Wurz. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Im Moment kommen sie nicht richtig durch, die Abwehr steht gut. Scheint so, als kämen sie spielerisch heute nicht durch. Da jetzt der Versuch, mehr lange Bälle zu spielen. Sieht ein wenig nach Brechstange aus. Jetzt soll es also... Jetzt ist er durch. Und jetzt der Schuss. Super Einsatz vom Torhüter. Abwehrspieler sind vorne bei dieser Ecke. Klar, sie hoffen auf den hohen Ball. Kopfballchance. Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Wurz. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Die Gäste werden wechseln. Nee, nicht gut gespielt. Ball geht ins Aus. Man soll ja nicht zu früh loben, aber hier waren sie so überlegen. Das bringen sie auch noch über die letzten Minuten, da bin ich sicher. Und jetzt die Chance. Da will er den Ball mit viel Gefühl lupfen, aber er kommt nicht richtig drunter. Und dann stimmt die Flugkurve nicht und der Keeper hält. Da gewinnt er den Zweikampf. Schöne Flanke. Mit Abstoß geht's weiter. Klasse Stimmung hier, Buschi. Was sagst du zu den Fans? Das ist schon der Wahnsinn, was die für einen Lärm machen. Das kann einer Mannschaft helfen. Stiepermann. Sauber vom Ball getrennt hier. Celozzi. Er schießt. Tolle Aktion vom Torwart. Gleich kommt der Eckstoß rein. Schießt er ihn rein. Richtig gute Ecke. Das Spiel ist aus. Endstand 3:0.